Aha. Das wollte ich nicht. Ändere den Stil eines Gegenstandes. Das ist nur blöd, dass wir gerade das nehmen. Nein. Ein bisschen ziehen muss man auch können. Ach, come on. So zum Beispiel. Dann bleibt da stehen. Violett. Die Größe eines Gegenstands. Zum Beispiel so. Oder nicht? Wie verändern wir denn die Größe? Und dann bitte noch kleiner machen. Objekt ist gestört. Die Größe. Nun Spiegel kleiner machen. Hä? Ich habe ein paar Fragen zu Veränderungen, Professor. Ja? Danke, Professor. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bin hier, falls Sie noch was brauchen. Größe eines Gegenstandes. Mir fällt nicht ein wie. Yes.
Keine Ahnung, wie ich die Größe ändere. Ich habe ein paar Fragen zur Veränderung, Professor. Ja? Wie benutze ich den Änderungszauber? Richten Sie den Zauberstab einfach auf einen beschworenen Gegenstand und wirken Sie den Zauber, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Sie können das Aussehen eines Gegenstandes auf verschiedene Weise verändern und ihn im Raum bewegen. Was kann ich mit Änderungszaubern ausrichten? Mit dem Änderungszauber verändern Sie das Aussehen von beschworenen Gegenständen. Sie können Farbe, Muster oder Stil ändern. Mit ich grüße. Danke, Professor. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bin hier, falls Sie noch was brauchen. Aha. Wär's mal mit Violett. Kann man das Spiel vielleicht mit Größe ändern? Oder die Gemälde verändern? Größe ändern, ja genau hier. Mach das doch mal kleiner. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Was ja schon tat. Hätte ich selbst schon herausgefunden. Oh. Kommen wir gleich mal an der Art von Balkon. Die sieht doch hübsch aus. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Eine kühle und Mond durchflutet Atmosphäre. Natürlich und erdverbunden wäre schön. Dunkle, mysteriöse Räume finde ich am besten. Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Hervorragend! Wow! Was für eine Veränderung! Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor.
Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Aber so muss das sein. Ich will es gar nicht mehr ändern. Dieses offene Licht nach oben. Wird mal gucken, wie das dann aussieht. Jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Nein, der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wir kommen hier nie wenn wieder raus. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der arme Hauself, der hier Raum alles putzen also muss. Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Guck mal, 5 neue Räume. Der Hauself dort unten, schrubb, schrubb, schrubb. Guck mal, 3 neue Räume. Wunderbar. Astronomieturm. Ach du Schande. Ich werde hier Stunden verbringen, das einzurichten. Wir haben doch eine Brille, die im Raum der Wünsche was passieren könnte, sollte. Oh, okay. Reduzierter Schaden der schwarzen Magie ist mir egal. Schön gut, aber die Brille sieht scheiße aus. Ich kann alles anpassen. Ach du Ei, es ist. Oh je. Will mir aber mal angucken. Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Hervorragend. Naja. Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ich hätte es gerne natürlich und erdverbunden. Hervorragend. Aha. Jetzt haben wir es wieder Tag. Ich muss ehrlich sein. Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Mir gefällt das Mond, das kühle Mondlicht am besten. Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Hervorragend. Es passt mir ehrlich gesagt am besten. So abends ein bisschen so eine entspannte Nachtstimmung hier. Ein Nachtstudium mit Kerzenschein, so das ist echt. Im Moment kann ich ihn nicht gebrauchen. Können wir eigentlich. Tab und 3 machen wir den Besen. Okay, aber ich würde jetzt erstmal weiter, bevor ich mich hier drin verliere, und das werde ich tun, wenn ich hier noch länger bleibe. Wenn
Was haben wir jetzt noch für Aufträge? Die Kartenkammer. Wenn ich bei Professor Fick. Oh, er ist zurück. Professor Sharps Aufgabe, Professor Garnix Aufgabe. Der Böse oder Wingardium Leviosa? Ich würde unbedingt Wingardium Leviosa lernen. Habe ich die nicht ausgelöst? Bin ich erstmal Wingardium Leviosa und dann. Dann machen wir die Hauptquest weiter. Ein Geist. Schaffe und teste eine Venemosa Tentacula. Das werde ich wohl nicht genug anders als im Gewächshaus tun. Ich werde mal ins Gewächshaus. Ah, reisen nicht. Ich laufe lieber. Ich liebe diese Kiste. Sofern ich nicht fliegen kann. Okay. Das war nicht der Besen. Ob mir eine freundliche Seele. Vielleicht findet sich irgendwo eine freundliche Seele. Wie schön, Sie zu sehen. Okay. Mimosa Tentacula. Das müsste es doch hier geben, oder? Tabletter. Professor. Wie kamen Sie dazu, Kräuterkunde zu lehren? Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Oh, er war sicher untröstlich. Aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Eine gehörige Portion Pech. Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt.
Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. So, wie kriegen wir die Venemosa Tentacula? Ach, das war die Deptam, die haben wir im Unterricht angepflanzt. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Schaff und Test einer Aerone Gegner gleichzeitig. Tentacula. Aber wo, wenn ich im Gewächshaus, finden wir Aeronen und Venemosen Tentacula. Was ist die Hauptquest? Geheime Räume. Die Kartenkammer. Wenn wir irgendwo Aeronen und so finden, dann hier. Revelio. Hier muss doch irgendwo was einsammelbar sein. Sollen wir den Rocks mitkaufen? Im Samenladen. Oh, hallo. Mit kann ich nicht lesen, mit kann ich nicht sprechen. So, nachts noch hier im Gewächshaus. Was haben Sie jetzt vor? Revelio. Ich fürchte, ich muss danach aufs Miet. Und da das Ding suchen. Ich befürchte es. Tierwesen. Und wären das? Die magische Rübe, da müssen wir hin. Auf geht's nach Hogsmeade. Warte, das kann auch nicht. Ich habe gerade so ein Ladescreen, ein bisschen Sekunde. What the fuck? So, ich hab grad aktuell gehört nicht in den Stream. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Okay, Aeronen.
Wenn nicht mal der hier errund. Niemand kann behaupten, ja, meine Regale wären leer. Mimosa, Tentacula und Raum. Hallo. Okay, ich würde mal jetzt sagen. Sie sich in Ruhe um. Ich würde mal gerade sagen, ich mache hier mal eine kurze Pause. Ich habe einen Plan, wo wir das Zeug finden. Erstaunlicherweise nicht hier. Zaubertränke? Nein, nicht. Na, come on. Bei Besen ist auch nicht. Wasserweggericht und irgendwas noch hieß der Laden. Genau hier. Das ist der Laden. Den finden, der ist auch ein bisschen abseits von Hogsmeade und das, den muss man erstmal finden. Das ist wirklich ein bisschen abwegig. Daher kommt man nicht direkt drauf. Irgendwann kommt man da schon von, da würde man von allein drauf kommen. Aber da müsste man ein bisschen noch hinabsuchen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Nur hereinspaziert. Revelio. Rum von Wasserweggericht und Knollenblätterpilz. Dieser große Baum mit gewundenen Ästen stützt das Geschäft Wasserweggericht und Knollenblätterpilz. Aha. Das ist ein Rätsel. War das nicht mit Blumus? Das war da Sachen machen konnten. Ja, Lumos mal seine Relevanz. Lumos. Okay. Die dazugehörige Motte ist dann dort an dem, an irgendeinem Stein. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Genau, die Brüche. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Was verkaufen Sie hier? Alraunen. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Alraunensamen. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger und Mensch eine Mose Tentacula. Sie werden es noch weit. Aber die sind teuer. Und wir hätten auch gleich die Teile in der Aerone kaufen können. Und eine Venomose Tentacula. Ach je. Können wir was verkaufen? Duellierhandschuhe. Würde immer noch nicht reichen. So
Ein kleines Kind soll ein Troll vermöbelt haben? Ich kann's nicht glauben. Stilvolle Schuluniform. Ihre Sachen sind bei mir sicher, bis sie verkauft werden. Dann müssen sie sich mit Geld begnügen. Das verkaufe ich auch. Puh. Die schwarzen Handschuhe haben wir ja an. Kann man nicht verkaufen. Jetzt brüllen. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Ende, wenn du Moser Tentakel hast. Okay, der Raum müssen wir erstmal anpflanzen. Dann müssen wir zurück in den Raum der Wünsche. Da haben wir eine Werkbank. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Weiß nicht. Top 3. Okay, wo rüsten wir den Besen nochmal aus? War eine Tastenkombination. Kümmern wir die Besen. Neu-Berlin. Bestimmt fallen lassen. Bestätigen. Taste hämmern. Das finde ich doch niemals. Ich spiele ja nicht. Webstuhl. Hier, wir sind aktuell. Wenn ja, dem nehme ich Hose. Dialog, Werkzeug, Rad. Fliegendes Reittier auswählen. Bodenreittier auswählen. Besen auswählen ist 3. Und auf 3 ist. Incendium. Das sehe ich als Problem. Ich hoffe, damit überschreibe ich nicht irgendwas anderes. Na, fantastisch.
Jetzt haben wir den Tank verbraucht. Dann sehen wir den Stein nicht aus.